Hoi. Hey, sorry, dass ich so muss gehen, aber ich bin so müde heute. Ich weiß auch nicht, wegen was. Aber ich glaube, es geht eben um das Lied, das ich dir erklären und die geht ums Schlafen. Am besten mal das Reh da, das Schöne, ob es einen Winterschlaf macht. Reh, machst du einen Winterschlaf? Also sie hat gesagt, nein, sie möchten keinen Winterschlaf, sondern sie möchten Winterruhe. Das heisst, sie bewegen sich einfach viel weniger, sparen durch das Energie. Der Herzschlag geht zum Beispiel von 60 bis 70 Schläge pro Minute auf 30 bis 40 Schläge pro Minute runter. Das ist auch klar, ich habe das letzte Mal auch beim Joggen habe ich Reh gesehen und ja, sonst wären die jetzt schon am Schlafen. Also die möchten Winterruhe. Oh, hey, Sammy Klaus und der Esel, komm, ich frage doch gerade mal. Esel, machst du einen Winterschlaf? Nein, sagt er. Nein, Esel und Rösser machen keinen Winterschlaf. Ist ja klar, Sammy Klaus braucht, denkt der Esel. Der kann ja nicht einfach schlafen. Sammy Klaus, wie sieht es bei dir aus? Machst du einen Winterschlaf? Ja, so weißt du, wenn mein Tag durch ist, ja, dann habe ich eigentlich ja nichts mehr dort zu tun das ganze Jahr. Und der Pfuß, ich habe mich schon ein bisschen. Vielleicht lese ich noch Zeitung und schlafe ich meistens ein. Aber Ende November fange ich wieder an, das Zeug vorbereiten. Weißt du, Lebkuchen backen, Dirkel und den Sack füllen. Aha, gut. Ja, das klingt spannend. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ja, ich wollte noch drei andere Tiere fragen, ob sie Winterschlaf möchten, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ja, die sind wahrscheinlich eben schon am Fusen, weil sie eben Winterschlaf möchten. Aber schau selber. Ja, der Winterschlaf von Andrew Bond ist, ich habe es hier in A-Moll aufgeschrieben, aber Originaltonart ist C-Moll. Das heisst, ich werde dann wieder den Capodaster an der Gitarre im dritten Bund montieren. Erst zeige ich dir wieder die Melodie, wie sie notiert ist. Aber du kannst es natürlich auch ohne Capodaster probieren. Das Verhältnis bleibt sicher dann gleich, nur ist es jetzt eben mit dem Capodaster tönt es ein kleine Terz höher, als es eigentlich dann notiert ist. Also eben in C-Moll klingt es. Genau. Das geht 1, 2, 3, 4. Dann mache ich noch eine klingende Version für die Frauen. Die ist wieder eine Oktave höher. Und das wäre dann so. 1, 2, 3, 4. Ja, ich zeige dir hier zuerst ein Begleitmuster und zwar werde ich das mal zupfen. Ich finde, das passt einfach zu dem Lied sehr gut oder am besten. Und zwar zeige ich dir das erste Zupfmuster auf dem PDF, das kann ich dir dann auch wieder zuschicken. Und das ist so, Daumen, Zeig, Mittel, Ring. Und das zweimal. Weil ich es in Achtel spiele. Also ich mache 1 und 2 und 3 und 4 und dann ist noch eine kleine Besonderheit. Im PDF ist bei Takt 8 habe ich so ein Sternchen gemacht. Das heisst, dort kommt A-Moll,
E-Dur, A-Moll. Das sind drei Akkorde in einem Takt. Und dort wird das Muster nicht so gut aufgehen, wie ich jetzt dir gezeigt habe, sondern du machst einfach das. Und zwar 1 und 2 und 3 und 4 und. Das steht auch nachher hier beim PDF. Die Sternchen-Markierung wäre das. Also noch einmal, bei dieser Stelle spielst du 1 und 2 und 3 und 4 und. Achtel bleibt es, aber die Verteilung der Finger wird etwas anders, damit das eben dort schön aufgeht. Du siehst es nachher gerade. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Als Vorspiel mache ich die ersten vier Takte vom Refrain. Unter dem grossen Herbstlaubhaufen hört man die Mutter Egel schnaufen. Und sie singt den Egelkindes Lied, wo alt ist wie der Wind. Bis brav und schlaft im Winterschlaf, der Herbst ist alt, wird schlaf ein und träum du süßste Bi und weck mich ja nicht zu bald. Als zweite Möglichkeit möchte ich dir noch das zeigen. Und zwar das Zupfmuster kombiniere ich mit der ersten Möglichkeit mit der zweiten Möglichkeit. Also die erste Möglichkeit war ja das. Bei der zweiten Möglichkeit ist es umgekehrt. Dort ist es eigentlich Daumen A, M, I. Und jetzt mache ich es so. Im Takt hat es zwei Akkorde, die vorkommen. Beim ersten spiele ich es immer drauf. Mache ich. Da kommt der Wechsel. Und dort spiele ich es oben runter. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Das kannst du nochmal als Kombinationsmöglichkeit ausprobieren. Ich zeige dir das und ich mache es noch etwas schneller. Das wäre noch etwas so. Warmes Nest im Tannenbaum, Zeit ist für den langen Traum. Der Eichhornvater singt der Kindeslied, wo alt ist wie der Wind. Bis brav und schlaft in Winterschlaf, der Herbst ist alt, wird kalt. Schlaf ein und träum du süßste Bi und weck mich ja nicht zu bald. Ja, in der zweiten Strophe sind wir natürlich vom Eichhörnli. Das macht eigentlich keinen Winterschlaf, sondern es macht auch eine Winterruhe. Es geht dann im Winter eben die Nüsse ausgraben oder suchen, was im Sommer versteckt hat. Also Winterschlaf macht natürlich der Igel, aber das Eichhörnli macht auch eine Winterruhe. Aber das ist sicher ein gutes Lied, wo man auch Kindergarten, Unterstufe in diesem Bereich einsetzen kann. Und Tier und Winter, eben Tier, was machen die im Winter und so weiter. Ich persönlich finde es eines der schönsten Lieder von Andrew Bond, vor allem weil er wirklich ganz, ganz eine schöne Melodie hat können verwirklichen. Ich bin ich müde. Ich habe mich jetzt auch entschieden, ich mache auch einen Winterschlaf im Fall. So, ich gehe jetzt in meine Heizdecke bzw. in meinen Schlafsack und dann schlafe ich einfach und wahrscheinlich etwa bis im März so, weil es schön warm ist. Es ist mir einfach zu kalt. Also, ich mache einen Winterschlaf. Wahrscheinlich bin ich der erste Mensch, der das schafft. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Tschüss.